Ja, Leute, damit willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich stelle mir gerade so dezent die Frage, warum ist mein... Ah. Man sollte das Spiel reintappen, dann funktioniert es auch. So, Hoppala, Entschuldigung. Wir müssen hier immer noch ein paar Level aufsteigen. Nämlich vier Level waren es, glaube ich, ne? Ja. Nee. Drei Level nur noch, Entschuldigung. Aber ist immer noch weit genug, deswegen würde ich einmal ganz gerne ein paar Nebenaufgaben machen, und zwar eine Deklabau, nein. Finde den Einhornbau, Golden Moon, Hauselfenkummer. Das würde ich gerne mal machen. Ach, ich komme ja nicht auf die Karte, verdammt. Finde die Höhle 100. Ach, ist gar nicht so weit weg von hier. Okay. Strange. Hat sich aber gut gemacht. So. Komme ich hier raus oder wo komme ich raus? Achso, das ist nur zum Ausgang. Ja, gut, okay. Ich schätze mal, die Höhle ist noch ein bisschen weiter weg. So. Und, wie weit ist sie weg? Ja. Logisch. Kann ich da hinreisen? Naja, halbwegs. Okay. So, was ich gerade mal machen würde, ich würde gerne ein bisschen was verkaufen. Vielen Dank für die großzügige Hilfe. Was? Okay, weg. Ah. Ah, du bleibst. Alright. Ich danke für Ihren Besuch. So. Irgendwo hier soll die Höhle ja sein. Die Mission habe ich sonst seit Ewigkeiten. Ich wollte die ganze Zeit mal machen, bin aber nie zugekommen. Da hab's Ein vergessen. Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Möglich? Ah. Hier ist noch Zeug. Lalalalalala. Ja, moin. Du und diese Zentauren. Bist du lieber wieder runter? Wo ist der Schwächer. Expelliarmus. Feigling! Defunto! Protego! Stufo! Accio! Arresto Momento! Avada Kedavra! Ich habe mal One-Shot. Ich liebe diesen Zauber. Er ist so geil. Habe ich eigentlich jemals geguckt, ob es Fallschaden gibt? Ich glaube nicht, oder? Defunto! So. Wo ist denn diese verdammte Höhle, bitteschön?
Leute, ich bin ja schon die ganze Zeit überlegen, was ich nach Hogwarts Legacy spielen werde. Wahrscheinlich erst einmal werde ich Star Wars Jedi Survivor fertig machen. Arresto, Moment. Das muss die Höhle von Top sein. Und dann... Ich brauche was Feuermäßiges. Moment. Incendio. Confringo. Bombard. So. Ich werde wahrscheinlich erstmal Star Wars Jedi Survivor fertig spielen und dann gucken, was ich machen werde. Weil ich habe noch ein paar Menge Spiele offen, die ich irgendwann let's playen wollen würde. Und ja, mal schauen. Ein paar Ideen habe ich. Was haben wir hier Schönes? Bestimmt jede Menge Spinnenviecher. Incendio. Topes, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Seamus Schrumpflösung nicht erhalten. Aha. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten mutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, willst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Wow. Tops Meister ist furchtbar. Ja. Ist leider so. Tops? Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? Was ist hier? Incendio. Noch ein Brief. In Truhe. Easy. Incendio. Da scheint es weiter zu gehen. Oh, fuck. Fette Spinne. Ganz, ganz fette Spinne. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Gegen das fette Vieh, was wir da eben gesehen haben, gibt es bestimmt nachher einen Bosskampf. Safe. Safe gibt es gegen das Ding Bosskampf. Sehe ich kommen. Incendio. Confringo. Bombard. Incendio. Confringo. So. Incendio. Ich müsste mir mehr Heiltränke mal machen. Arresto Moment, Accio. Aua. Mein Gott. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Hm.
Ich sehe schon gleich, ich habe Jumpscare hier. Hier ist getrippelt schon. Da lang gehen? Keine Ahnung. Es nervt mich, dass ich in solch... Gleich kommt Jumpscare, safe. Ja gut, okay. Wenn der Meister nach Taubes sucht, hat Taubes alle Blutegel hier verspeist und muss tiefer in die Höhle gehen. Hä? Warum frisst der Blutegel? Taubes hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister zu folgen. Versucht vor den Spinnen. Taubes. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Okay. Arresto Moment. Ins Händchen. Der ist safe. Ich hoffe, er ist nicht tot, aber... Ja. Mal schauen. Keine Ahnung. Er ist bestimmt irgendwie gefangen. Da ist eine Scheißspinne. Ja, geh weg. Weg, 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 du Mistvieh. Weg. Yo. Alter. Akromantula. Aha. Geht das? Warte. Ja. Geil. Dafür ist Avada Kedavra richtig geil. Aua. Asozial. Okay. Also Bosskämpfe sind mit Avada Kedavra richtig einfach zu lösen. Das mit Sicherheit. So. Was haben wir hier? Da geht's wahrscheinlich so lang, oder? Ich schätze mal. Da ist noch eine Truhe. Identifizierter Gegenstand. Alright. Yo. Incendio. So. Irgendwie sieht die Musik, die so spielt, ist so irgendwie so voll traurig aus, so leicht, ne? Ich hoffe, er ist nicht tot. Ah! Scheiße. Jetzt lang, warte mal. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Taubes.
Oh nö. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig, taub zum Nuss. Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Oh, scheiße. Mann! Okay. Dann will ich schätzen, gehe wieder zurück. Das ist schade. Ist hier unten noch? Das finde ich schade. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir zu Deke und sagen ihm, was passiert ist. Naja. Wer war nochmal eigentlich Topes Meister? Ich weiß gar nicht, wer sein Meister nochmal? Wurde das gesagt? Ich hab's vergessen, wenn's so ist. Ja gut, okay. Ab zum Raum der Wünsche. Und dann, wo ist Deke? Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des... Gewiss. Vielleicht ein anderer. Entschuldigung, falscher Knopf gedrückt. Ich bin zurück aus der Höhle, Deke. Wunderbar. Deke hofft, Sie haben Tops von Deke gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein, das hat Deke befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deke wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deke. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Okay. Gut, haben wir den Auftrag abgeschlossen. Das Gute ist so... Alpenkraut, Alpen. Ich brauche einen größeren Topf. Bitte sprechen Sie. Bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deke erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Also wie man Tierwesen beibringt zu poppen? Auch gut. Heiltränke brauche ich gerade mal. Interessant, dass mir das jetzt erst am Ende, nach dem Ende vom Spiel gezeigt wird. Oder es hat das mit der Mission zu tun. Das weiß ich auch nicht. So. Okay. Wo ist Deke? Hallo, Deke. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deke dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand.
Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Diek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Diek hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Diek. Okay. Testrale habe ich ja schon. Ich brauche nur die Anweisung noch. Aber erstmal... Hier? Kann ich da eins machen? Ja. Was bräuchte ich eigentlich für diesen Fokustrank? Flussgrasstamm. Okay, gut. Alvenkraut, yo. Gut, das dauert jetzt seine Zeit wieder. Nein. Nein. Okay. Wir haben ja noch unidentifizierte Ausrüstung. Da ist was Cooles mit dabei. Was besser ist sogar. Nee. Doch. Ja, um eins. Ganz ehrlich, lass die Brille jetzt mal ab, weil die Brille nervt so ein bisschen. Das Ding ist aber... Und ein Umhang. Ja gut, okay, ändert sich nicht viel. Was macht das dort? Das ist cool. Okay. Habe ich noch das dort? Dann würde ich sagen, gehen wir einmal zu eigentlich dahin. Schriftrollen links da, aber wir gehen durch Hogwarts noch durch, weil wir haben dann auch noch so ein paar Aufträge, glaube ich. Vielleicht finden wir noch ein paar Schlüssel. Aber Leute, ich würde sagen, das Ganze machen wir in der nächsten Folge. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao, Leute.